Hallo und willkommen zu meinem vierten Food and Fitness Diary. Es ist noch eine Woche bis Bali und ihr könnt sehen, wie viel ich noch abnehmen konnte. Es startet am Sonntag, den 26. Juni und ich wiege 62,5 Kilogramm, habe also schon 3 Kilogramm abnehmen können in den letzten 2 Wochen. Und zum Frühstück gibt es Toast mit Eiern und einem Latte Macchiato. Und da ich eigentlich immer von Frühstück leben könnte, gab es dann am frühen Nachmittag nochmal French Toast mit Pfirsichen. Am Nachmittag habe ich dann High-Intensity-Training gemacht, und zwar diesmal mit einem Springseil. Abends zum Deutschlandspiel gab es dann Garnelen mit Lachs und Grillgemüse. Der Montag startet dann mit einem Kaffee Latte und Haferflocken mit Mandeln und dazu ein bisschen Obst und ich habe wieder 200 Gramm abnehmen können. Mittags haben wir dann gegrillt im Büro. Leider gab es nicht so viel für Vegetarier. Eigentlich konnte ich nur Salat und Brot essen, sodass ich dann am Nachmittag nochmal Haferflocken gegessen habe mit ein bisschen Obst und einem Kaffee. Der Dienstag startete erstmal mit 2 Scheiben Toast, weil ich so hungrig war und ich habe noch einmal 100 Gramm abgenommen. Auf der Arbeit gab es dann Haferflocken mit Erdbeeren und Mandeln und einen großen Kaffee. Für mittags hatte ich mir Vollkornnudeln vorbereitet mit Auberginen und Tomaten. Und als kleinen Snack habe ich dann Aprikosen und Weinbergpfirsiche gegessen. Abends habe ich mich dann mit meiner Familie getroffen und für mich gab es Salat, für die anderen Brötchen und Süßigkeiten. Da war ich schon ein bisschen traurig. Am nächsten Morgen war ich dann minimal schwerer und wiege 62,4 Kilogramm und es gibt Erdbeeren mit Haferflocken und Mandeln und Kaffee. Mittags waren wir dann bei Neo Neo, das ist so eine Art Fast-Food-Pizzeria und dort habe ich dann Bruschetta gegessen und ein Cappuccino getrunken. Vom Sport gab es dann einen Apfel und dann ging es für mich zum High-Intensity-Training. Am nächsten Tag war ich dann ein ganzes Stück schwerer und wiege 62,9 Kilogramm. Ich weiß nicht so richtig warum, aber manchmal passiert das einfach. Und mittags gab es dann selbstgemachte Vollkornspaghetti mit Meeresfrüchten. Und als Snack am Nachmittag Melone mit einem Kaffee. Und abends ging es dann für mich zum Schwimmen. Am Freitag ging es dann wieder leicht bergab mit dem Gewicht. 200 Gramm habe ich verloren. Und am Morgen gab es einen Kaffee Latte zum Mitnehmen und 2 Toast auf die Hand. Im Büro gab es dann zum Frühstück Kirschen mit Müsli und einen Kaffee. Und als Mittagessen Melone mit Kokosnuss und Maiswaffeln. Ich wollte mal ein bisschen was Leichteres essen, damit das Gewicht noch ein bisschen weiter runter geht. Aber da ich seit 2 Tagen immer schon Süßes essen wollte, habe ich mir dann ein Eis gegönnt. Und zwar ein Magnum mit Mandeln. Nachdem ich dann die erste Süßigkeit nach knapp 3 Wochen zu mir genommen hatte, war ich am nächsten Tag trotzdem leichter. Und startete den Tag mit einem Kaffee Latte und diesem super leckeren Brot von Aldi. Das habe ich dort entdeckt. Kann ich euch sehr empfehlen. Walnuss, Karotte. So, das waren jetzt 3 Wochen Food and Fitness Diary. Ich konnte 3 Kilogramm abnehmen vor meinem Urlaub. Vielleicht war ja die eine oder andere Inspiration für euch dabei. Und ja, für mich heißt es jetzt ab nach Bali. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Ich werde bestimmt das ein oder andere Foto hochladen. Und bis bald.